Hallo und willkommen zum letzten Video dieser Vorlesung. Nicht nur dieses Kapitels, der ganzen Vorlesung. Hiermit schließen wir die verteilte Systeme-Vorlesung. Zum krönenden Abschluss möchte ich noch mit Ihnen kurz über ein paar Frameworks sprechen, die Sie benutzen können, um solche MapReduce-Jobs in verteilten Systemen ausführen zu lassen. Die Überlegung, warum Sie Frameworks benutzen sollten, statt alles von Hand zu machen, denke ich, liegt nahezu auf der Hand. Natürlich müssen Sie für Ihre Anwendungsprogramme Map und Reduce als Funktionen separat schreiben. Die sind ja spezifisch für Ihre spezifische Anwendung. Das kann Ihnen kein Framework abnehmen. Aber das ganze Plumbing drumherum, die ganze Unterstützungsfunktionalität, das Zusammensetzen der einzelnen Datenströme, das Shuffling, das Lesen, das Schreiben der Daten, die Fehlerüberwachung, das Neustarten einzelner Jobs, alles das ist generisch, kann immer wieder verwendet werden und müssen Sie nicht selbst bauen. Dazu gibt es eben Big Data Frameworks, die genau das tun. Welche Daten werden durch welchen Job, auf welcher Maschine abgearbeitet, in welcher Reihenfolge, wann gestartet, wann beendet, wann abgebrochen und so weiter. Ich möchte auf zwei Generationen hinweisen. In gewissem Sinne Erstgenerationssysteme, sicherlich von Googles internem MapReduce-Projekt mit angetrieben, als Pionierarbeit dabei. Das ist aber inzwischen auch gut 15 Jahre her. Daraus entstand als ein Public Domain Open Source Clone das Hadoop-Projekt, das das MapReduce Framework in seiner Reinkultur zunächst mal implementiert hatte, seitdem stark gewachsen ist. Aber das ist der Kern dieses Systems. Und dann Zweitgenerationssysteme, für das ich Spark als ein Beispiel kurz noch ansprechen möchte. In der Diskussion halten Sie bitte zwei Dinge auseinander. Halten Sie bitte MapReduce, das Programmiermodell, getrennt von MapReduce, das spezifische Framework, das aus dem Hadoop-Projekt entstanden ist. Wenn man hier nicht sorgfältig separiert, dann kommt gerne mal eine Konfusion auf, zu sagen, ja, aber MapReduce benutzt doch heute gar niemand mehr. Ja, das stimmt. Hadoop MapReduce in seiner Originalform benutzt in der Tat niemand mehr. Aber Hadoop ist auch inzwischen weiter gewachsen als nur das. Aber MapReduce, das Gedankenmodell, das Programmiermodell, das finden Sie in allen diesen Systemen nach wie vor. Auch ein Spark-System ist letztlich eigentlich ein MapReduce-Modell, was die Programmieranmutung, den Stil des Schreibens von Anwendungsprogrammen angeht. Da hat sich nicht so furchtbar viel geändert. So, ein paar Worte dazu. Diese Erstgenerationssysteme, Googles ursprüngliches System und so weiter, die hatten die Eigenschaft, dass alle diese Zwischenergebnisse auf Platte geschrieben wurden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das machen Sie in iterativen Anwendungen, iterativen Algorithmen, wie das etwa so ein K-Means-Floyds-Algorithmus, Floyds Heuristik gewesen wäre. Naja, das bedeutet ja, dass Sie in der nächsten Iteration die ganzen Daten, die Sie eben noch im Speicher hatten, wieder lesen müssen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn Sie das noch auf verteilt gespeicherten Systemen machen, bei denen Sie in der ersten Iteration unter A, B und C, Server A, B und C für ein Cluster 1, Server A gewählt haben. Und in der zweiten Iteration Ihres Algorithmus würfeln Sie neu aus und würfeln jetzt aus Zufall Server C aus und starten dort den Map-Job neu. Dann hat Server A die Daten, die Sie jetzt gerade neu bearbeiten wollen, diese Chunks, die Sie gerade verarbeiten wollen. Server A hat die vielleicht noch in seinem Platten-Cache liegen, aber Server C hat das nicht. Das heißt, Sie treffen hier auf einen kalten Cache. Das ist furchtbar. Das ist völlig okay für einfache, nicht iterative Jobs und dafür ist das Hadoop-System ursprünglich, Hadoop und MapReduce ursprünglich entwickelt gewesen. Da hatten Sie völlig akzeptable Leistungsfähigkeit bekommen, aber solche iterativen Jobs sind einfach eine Katastrophe dafür. Das heißt, diese Idee, immer alles auf Platte zu schreiben und gegebenenfalls bei einem neuen Rechner wieder von Platte zu lesen, das müssen Sie loswerden. Und der nächste gedankliche Schritt ist natürlich zu sagen, gut, wir schreiben nicht auf Platte, das ist ja sowieso nur ein Zwischenergebnis. Wird ja in der nächsten Iteration eh gleich wieder weggeschmissen. Wir behalten die Daten im Speicher. Also die Idee, die Spark verfolgt, das ist dann der wesentliche Unterschied zu den Zweitgenerations-Frameworks. Aber hier müssen Sie sich natürlich um Zuverlässigkeit Gedanken machen.
Alles auf Platte geschrieben, womöglich redundant in ein redundantes Filesystem, gar kein Problem. Stürzt Ihnen einen Job ab, Sie starten den neu. Wenn das alles in Speicher war, möglicherweise über viele Iterationen hinweg, darüber muss man nachdenken. Das ist das eigentliche Problem, dass so ein populäres Framework, eigentlich sogar schon ein berühmtes Framework wie Spark, gelöst hat. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir historisch mal an. Also das berühmte Google MapReduce Paper ist von 2004, zum Jahr 2004, und hatte damals Zahlen über ein Cluster mit 1800 Maschinen und hat gezeigt, dass man darauf sortieren kann, und zwar 1 Terabyte große Daten sortieren konnte in, was waren es, irgendwie 800 irgendwas Sekunden. Das beeindruckt Sie jetzt vielleicht gar nicht mal so unbedingt, aber 1 Terabyte ist gar nicht so wenig, und das ist 16 Jahre her, nicht? Zugegebenermaßen 1800 Maschinen. Das hat trotzdem einen gewissen Wettbewerb ausgelöst. Wer kann wie große Daten am schnellsten auf wie vielen Maschinen sortieren? Nur so ein paar Zahlen davon als Beispiele. Terasorts gingen dann irgendwann mal in 60 Sekunden. Das sind 800 Sekunden. Ne? Das ging dann relativ bald, ein paar Jahre später, in 60 Sekunden. Also 1 Terabyte Daten in einer Minute sortieren. Ist gar nicht so schlecht. Dann kam der Petasort, der 10-Petasort, und irgendwann kam der 50-Petasort. 50-Petasort hier vielleicht als einziges Beispiel. In 23 Stunden wurden 50 Petabyte an Daten sortiert. Also ne, nochmal ins Verhältnis gesetzt. 50 mal dessen, was die Uni Paderborn als Datenspeicher insgesamt besitzt. In 23 Stunden sortiert. Leider gibt es da keine genauen Zahlen in dem Paper, aber man kann ungefähr schätzen, dass es etwa 10.000 Rechner gewesen sein müssen, die da mitsortiert haben. Also, Sie können auch große Datenmengen sortieren. So, ein paar Worte zu Hadoop. Hadoop besteht aus ein paar einzelnen Komponenten, zum Beispiel einem eigenen Filesystem und einem MapReduce-Framework an sich. Die auch relativ separat voneinander liegen. Dieses HDFS, Hadoop-Filesystem, können Sie als User-Level-Filesystem separat benutzen. Sie müssen darauf nicht MapReduce-Jobs laufen lassen. Hadoop betont sehr Portabilität, Java-basiert, überlegt sich, wie Sie das in einzelne Knoten verteilen können, geht runter auf die Ebene, wie viele JVMs werden denn eigentlich gebraucht für etwas. Das HDFS ist genauso ein Chunking-basiertes Filesystem, bei dem ein einzelner Chunk, sind diese 64 Megabyte, redundant gespeichert. Ein Chunk entspricht einer Datei im darunterliegenden, zum Beispiel Linux Extended 4 Filesystem. Also das eine Datei ist das anderen Block, ist das eine anderen kleinste Einheit, die verwaltet wird. Wir haben dann einzelne Knoten, die die Dateizugriffe regeln. Wir haben einen Knoten, der als Chunkmaster, hier der Name-Node, agiert und den Verzeichnis aufrechterhält, welche Chunks wo zu finden sind. Das hatten wir ja besprochen. Ja, das Cluster-Setup ist jetzt eigentlich nicht weiter überraschend. Nicht? Sie haben einzelne Knoten, die Festplatten besitzen, auf denen Sie HDFS-Daten oder Betriebssystem, Anwendungen oder Ähnliches laufen lassen. Sie haben Data Nodes als Prozess laufen, die Zugriff auf das HDFS-Filesystem zur Verfügung stellen. Und Sie haben den einzelnen Task-Tracker, der Tasks entgegennimmt, überwacht, zur Ausführung bringt, die Prozesse startet, etc. etc. Und Sie haben separat davon dann Verwaltungsknoten als Name-Node für die Verzeichnisse der Chunks oder den Job-Tracker, der Ihnen die Informationen bereitstellt und zusammensammelt, welche Anwendung, welche MapReduce-Anwendung gerade wo Tasks laufen hat, in welcher Phase und so weiter. Dazu gab es dann ein größeres Redesign, das ist dann YARN, Yet Another Resource Negotiator, wenn ich mich recht entsinne. Schauen Sie es nach, ich weiß es nicht genau. Diese Aufgabe des Job-Trackers dann etwas feiner verteilt, sodass man präzisere, separate Scheduling-Entscheidungen auch anpassen kann. Noch ein paar Worte zu Spark. Wie gesagt, die Überlegung war, dass MapReduce in so einer frühen Map, in so einer frühen Hadoop-Phase, in so einer frühen Hadoop-Inkarnation fürchterliche Leistungszahlen liefert, wenn Sie es mit iterativen Algorithmen versuchen.
dieses Schreiben auf Platte ist das Problem und das Lesen aus einem gegebenenfalls kalten Cache, sodass die Idee ist, dass man das dem System mitteilen muss. Sie können da dem Hadoop-System nicht wirklich die Schuld geben. Woher sollte es das denn wissen, dass es der gleiche Job ist, der jetzt in so einer Iteration hier durchläuft? Das müssen Sie explizit machen. Also, wir machen diese iterative Struktur explizit. Wir sagen, welche Daten wie von welchen anderen Daten abhängen. Und dann kann ein System wie eben Spark überlegen, Jobs datenlokal zu halten und Daten gar nicht erst auf Platte zu schreiben, sondern das erst zu tun, wenn es sich nicht vermeiden lässt, aber im Großen und Ganzen Daten im Cache zu lassen. Daten im Cache zu lassen bedeutet, Sie müssen mit Ausfällen umgehen. Das heißt, Sie müssen überlegen, wann können Sie Daten neu berechnen. Wann können Sie im Zweifelsfall ein Recompute machen, statt die Daten wieder aus einer Platte eines anderen Rechners zu lesen. Und das ist der Claim to Fame des Apache Spark Systems. Dieses Dependable, aber in Memory. Der Preis, den Sie dafür natürlich bezahlen, ist Ausführungszeit. Wenn Sie die Jobs neu ausführen müssen, müssen Sie gegebenenfalls warten. Aber das ist der Trade-off gegenüber manchmal erhöhter Ausführungszeit, weil Sie vielleicht neu berechnen müssen, versus immer langsamer, weil Sie immer auf Platte schreiben. Genau. So, das, wie gesagt, leistet Ihnen Spark, genau diesen Trade-off zu analysieren und im Griff zu behalten. Die Idee dabei sind die sogenannten Resilient Distributed Datasets, die RDDs. Das ist wieder eine Liste von Key-Value-Pairs im Prinzip, die durch RDDs in andere RDDs transformiert werden kann. Aber ein solches RDD können Sie nur lesen. Wenn Sie Veränderungen machen, dann müssen Sie tatsächlich schreiben oder halt ein neues RDD erzeugen. Und aus dieser Read-Only-Charakteristik folgt, dass das Spark-System mit buchhalten kann, welche Jobs neu ausgeführt werden müssen, wenn Ihnen ein Rechner ausfällt. Das ist die in drei Sätzen die Idee dabei. Diese Operationen auf diesen RDDs ist das, was das Spark-System dann eben ausmacht. Und darauf können Sie das tun, was Sie erwarten würden. Sie können zählen, Sie können gucken, wie viele Zeilen in so einer, wie viele Key-Value-Paare da drin sind. Sie können filtern, Sie können Maps, Sie können Reduce, Sie können Gruppierungsfunktionen anwenden. Also alles das, was Sie aus so einem MapReduce-System heraus. Ich präzisiere mich, alles das, was Sie aus einem MapReduce-Programmiermodell heraus erwarten würden. Und das ist kein MapReduce-System im eigentlichen Sinne des Wortes. Naja, und zum Schluss noch ein kleines Beispiel als typische Zahl. Das Bild werden Sie immer sehen, wenn Sie Spark-Werbefolien angucken. Das ist logistische Regression, was auch immer das sein mag, ist so ein Machine Learning-Ansatz. Das Hadoop-Beispiel braucht dafür etwa 110 Sekunden, Spark braucht 0,9 Sekunden. Und ein Faktor 100 von 2/10, also 2/10-Potenzen. Das ist doch mal ein Wort, nicht? Also das war eye-opening, als das damals veröffentlicht wurde. Sehr schön. Damit sind wir am Ende dieses Kapitels. Lassen Sie mich das noch kurz zusammenfassen. Wir haben uns überlegt, dass Big Data Analytics die Frage ist, wie können Sie Machine Learning, Datenanalyseverfahren, Data Mining-Verfahren auf viele, viele, viele Daten ausrollen? Und viele, viele Daten meint jetzt nicht ein Gigabyte. Nicht? Wenn Ihnen jemand sagt, er hat ein Gigabyte und macht deswegen Big Data, dann lächeln Sie vielleicht müde, aber das ist nicht beeindruckend. Die Frage ist, wie Sie solche Data Analytics Pipelines aufsetzen. Das braucht viele Einzelschritte. Viele Teilprobleme können Sie off the shelf lösen. Es gibt viele Standardlösungen. Natürlich gibt es sowas wie ein K-Means als fertige Bibliothek für sowas wie Spark und ähnliches. Natürlich gibt es vieles davon fertig. Und letztlich ist Ihr Job dann, diese einzelnen Komponenten zusammenzusetzen, sich zu überlegen, wie passt das zusammen, wie können Sie diese Datenflüsse zwischen den einzelnen Komponenten organisieren. Das ist tatsächlich gar nicht viel anders als ein Microservice-Denken. Ja, und diese Infrastruktur unten drunter ergibt Ihnen eben die nötigen Mechanismen zur Hand, um solche Dinge effizient zu tun. Verstehen Sie mich hier bitte auch nicht falsch in diesen Folien. Ich habe Ihnen nur zwei Fallbeispiele hier genannt, Hadoop und Spark. Das ist beileibe nicht alles. Es gibt da noch eine ganze Reihe. Das ist auch immer noch ein Gebiet, das stark in Bewegung ist. Es gibt Frameworks, die auf bestimmte Dinge spezialisiert sind.
Sowas wie ein Apache Storm ist etwa spezialisiert für Streaming. Apex als ein relativ neues System behauptet alles zu können. Sie merken, hier ist Bewegung noch da, es gibt hier nicht die abschließende Antwort. Entsprechend, Sie müssen sich anschauen, was Ihre Anwendung eigentlich will und was dann für Sie das geeignete, beste System ist. Das ist auch nicht immer eine leichte Entscheidung. Im Zweifel müssen Sie es auch einfach ausprobieren. Ja, damit sind wir am Ende dieses Kapitels. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick gewonnen, wie dieses Big Data System, wie die Big Data Denkweise funktioniert. Und ich hoffe, Sie haben das als einen unterhaltsamen Abschluss empfunden für eine verteilte Systemvorlesung. Ansonsten danke ich Ihnen sehr für das geduldige Zuschauen dieser mehr als 80 Videos. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Und für die Studenten unter Ihnen, die das tatsächlich als Vorlesung belegen, wir sehen uns in der Prüfung. Ansonsten machen Sie es gut. Viel Erfolg weiter im Studium.